Der französische Meister Paris Saint-Germain kann womöglich schon im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester United wieder auf Mittelfeldstar Marco Verratti zurückgreifen. Der 26-jährige Italiener kehrte am Montag ins Mannschaftstraining zurück. Damit könnte er für Trainer Thomas Tuchel im ersten Königsklassenduell mit Englands Rekordmeister am 12. Februar eine Option sein. Erlebe die Liga eine live und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Taktgeber Verratti hatte sich am 19. Januar beim 9:0 im Ligaspiel gegen Yeging Imp am Knöchel verletzt. Definitiv verzichten muss Paris in der Runde der letzten 16 auf Superstar Neymar. Punkt. Der Brasilianer laboriert an einer Mittelfußverletzung und wird beim Club der Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer wohl bis April ausfallen.